So, mitten im Keller also. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Wir sind ja jetzt zumindest zu zweit. Vielleicht hilft uns das, ja? Ich versuche jetzt einfach mal wirklich zu kämpfen. Weil hier sehr, sehr viele sind. Oh, hallo. Da sind sie auch schon direkt, die kleinen. Die kleinen Racker. Oh, sieh mal an, was ich noch gefunden habe. Schmeißen wir doch einfach mal damit. Brutzelt! So, und dann nehmen wir mal die Pistole. Wir müssen ja nicht übertreiben. Ich treffe die nicht, das ist das Problem. Okay. Ach, das ist mal wieder so eine Ecke, wo die nicht weiterkommen. Das ist natürlich praktisch. So, und ich hoffe, Affen stehen nicht wieder auf. Hui, na das wird ja sehr, sehr spannend. Gut, aber wir haben ja zumindest ein bisschen was an Munition momentan noch, sag ich mal. Die Frage ist, wie lange wird das vorhalten, denn wir haben ja doch einiges an Gegnern hier vor uns. So, ich würde sagen, den Keller sparen wir uns erstmal auf. Stimmt, hier lag auch noch was. Den können wir uns mal später noch anschauen. Erstmal betrachten wir uns aber dieses interessante Werk. Also wir haben gehört, die Seelen der Schwachen, beziehungsweise ich habe es ja vorhin noch mitgelesen. Billy hat ja genug Zeit gehabt, noch eine kleine Lesestunde mit einzulegen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, das Ding. So, davon ist eine Tür. Ich vermute mal, die wird dann mit Lösung dieses Rätsels geöffnet. Wo war denn die jetzt eigentlich? Die habe ich irgendwie gerade gar nicht gesehen. Ach, die hier. Das ist die Tür. Ah. Ja gut. Dann beschäftigen wir uns ein andermal damit. Jetzt erstmal wieder nach oben. Ich will nämlich erstmal ganz kurz in die Haupthalle und schauen, dass wir hier ein bisschen was abwerfen vielleicht. Und dann müssten wir eigentlich auch nochmal in den kleinen Folterkeller hinein. Siehst du mal, hier gibt es alles an Kräutern. Alles gibt es hier an Kräutern. Wie sah es jetzt platztechnisch aus? Gar nicht gut, ne? Nope. Aber. Du wirst... Warte mal. Du wirst erstmal ganz kurz nachladen und dann wirst du die zwei Schuss noch mit auf Billys Konto geben. So, da hast du zumindest ein bisschen mehr Platz. Und wirst nun eins der roten Kräuter, das eine rote Kraut nehmen, das hier stand. So, genau. Müssen wir mal wieder ein bisschen Platzmanagement hier beweisen. Das tauschen wir und das kombinieren wir. So, das sollte jetzt eigentlich sehr gut heilen. Und wir haben noch einen Platz frei, mit dem wir dann das eine grüne Kraut, das hier drüben noch steht, auch mit einsammeln können. Blau lasse ich wieder mal stehen. Und hoffe einfach drauf, nicht vergiftet zu werden. Wir können es aber zumindest mal kurz anschauen, damit es wieder auf der Karte erscheint. Wie üblich. So, bleibt hier. Das war schon ziemlich knapp zwischendurch, muss ich sagen, mit Billy, ne? Also, wenn wir das so betrachten, wie ich da in der Ecke stand, gegen die Affen, und quasi nichts mehr zu melden hatte. Nur noch so zwei Granaten in meinem kleinen Granatwerfer drin, kam nicht aus der Ecke raus, und war schon... Oh, haha, stimmt, da war ja einer! Du Arschloch, den habe ich ganz vergessen. Du kleiner Hodenkrebs, der hat übrigens eine Pistole einstecken, können wir die nicht nehmen? Und zumindest die Muni da draus. Scheinbar nicht. Verdammt, jetzt habe ich wieder gelb garantiert, ne? Ja, natürlich habe ich wieder gelb jetzt. Großartig, ganz großartig. Nee, das sah schon wirklich nicht gut aus bei mir. Aber naja, hat ja noch funktioniert. So, da die grünen Kräuter jetzt langsam weniger werden, werde ich jetzt wohl tatsächlich mal das eine grüne Kraut hier lassen und bei Gelegenheit mal mit einem roten von oben vermischen, damit ich dann wirklich stärkere Heilmöglichkeiten habe und die dann halt einfach benutze, wenn ich wirklich fast am Arsch bin. Das ist, glaube ich, günstiger, als wenn ich jetzt jede kleine Verletzung immer heile. So. Und dann
müssen wir wohl wohl oder übel wieder in die Höhle des Affen, sozusagen. Da unten war irgendwo Gewehrmunition, das weiß ich noch. Die will ich jetzt haben. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich glaube nicht. Ich glaube, die habe ich wirklich irgendwo gesehen. So, und da die Affen hässlich sind, werde ich mich denen mal auf etwas rabiatere Art und Weise widmen. Da fällt mir ein, hier drüben war doch auch noch ein Affe. Und vor allem grünes Kraut. So, einen Schuss aus dem Gewehr kriegt der auch mal. So, kleines Sackgesicht. Den Rest probieren wir mit der Pistole und das reicht auch. Ho, der lebt ja noch. Hallo? Bleib liegen. Mist, jetzt habe ich sinnlos Muni verschwendet gerade. Naja gut, ist aber nicht so schlimm, glaube ich. Weiß ich nicht, vielleicht schon. So, schauen wir mal. Wir haben ein grünes Kraut, das wollte ich auf jeden Fall einsammeln. Die Frage ist, war das grüne Kraut jetzt wirklich die vielen Schüsse wert, die ich gerade hier reingepulvert habe? Weiß ich nicht, fragwürdig. Das blaue schauen wir uns mal wieder nur an. Ich hätte es wirklich einfach vorhin einsammeln sollen. Dann hätte ich jetzt gar nicht nochmal hierhin zurückgemusst. So, und dann haben wir da drüben noch einen Zombie, den wir auf jeden Fall mal wegpusten müssen. Einer stand noch hier im Überwachungsraum. Den knallen wir mal kurz noch um die Ecke. Und dann wird auf jeden Fall erstmal nachgeladen. So, komm mal mit hier rüber. Oh, ich glaube, der ist tot, oder? Ja, der ist tot. Und siehst du mal, da ist die Gewehrmunition. Habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Kann ich jetzt nicht tragen. Das ist tragisch, aber da können wir schon was machen, glaube ich, oder? Wie sieht denn das aus? Billy, hast du Platz? Nein, auch Billy hat keinen Platz. Ich schleppe zu viel Scheiß mit mir rum. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich mal mit dem Granatwerfer was machen. Aber wir gehen ja jetzt eh gleich noch hier rüber. Das Bett ist voller brauner Flecken. Schwer zu sagen, ob es Schmutz oder Blut ist. Braune Flecken sind kein gutes Zeichen. Durchfall im Schlaf ist etwas sehr Unschönes wahrscheinlich. Sie können den Schrank nicht öffnen. Die Tür ist beschädigt. Ja, dann nimm sie ab. Die hängt doch bloß noch so lose dran. Wurde scheinbar als Notizbrett benutzt. Okay, ansonsten, abgesehen von den kleinen Ausrüstungsgegenständen, den üblichen, scheint hier nichts weiter für uns zu sein. Auf dem Monitor ist zurzeit nichts zu sehen. Und die Zombies haben gut gewütet hier hinten. So, ich weiß halt nicht, wie viele leben jetzt noch hier drüben, ist die Frage. Sicherheitshalber nehme ich mal das Gewehr in die Hand. Irgendwie sieht das viel zu groß für Rebecca aus. So, und dann schauen wir doch mal. Lebt denn überhaupt noch einer? Nein, die sind alle weg. Billy hat sie alle klein gekriegt. Das ist sehr schön. So, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen näher um. Dazu war ja vorhin keine Zeit mehr. So, das da drüben hatten wir gemacht. Hier. Info zum Stromregler. Toll, den habe ich doch schon gemacht. Der Stromregler ist seit dem letzten Gewitter außer Betrieb. Der Stromverlust ist egal, doch leider sind die Geräte im Boilerraum an dasselbe Versorgungsnetz angeschlossen. Die Geräte sind so abgenutzt, ich muss sie wahrscheinlich ständig reparieren lassen. Wenn Sie schnell raus müssen, setzen Sie die Anzeige auf 70. Prüfen Sie aber erst, ob alles an die Kette angeschlossen ist. Scheint so zu sein. Okay, das hat sich jetzt so gar nicht gelohnt und es ist sehr, sehr ärgerlich, dass ich mit Billy hier reingestürzt bin. In lauter Panik dann um mich geballert habe. Und es mir eigentlich hätte komplett sparen können. Ach, Mann, 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 Mann. Okay, dann bleibt jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nur noch das dritte Kellergeschoss, oder? So, wir werden mal ganz kurz oben noch Zeug ablegen gehen und dann nochmal herunterkommen, um einzusammeln, was einzusammeln ist. Soweit ist der Weg ja zum Glück nicht.
Und danach sind wir munitionstechnisch wieder relativ okay ausgestattet, sage ich mal. So, das grüne Kraut legen wir ab. Die Mollys lege ich jetzt auch mal ab. Ich brauche Platz. So, die Farbbänder, du sammelst erstmal kurz die anderen Farbbänder ein, wo auch immer ich die hingelegt habe. Da drüben nehmen wir doch die, bis wir die anderen gefunden haben. Jawohl. Jawohl, jawohl. Und dann kannst du die auch wieder auf den Boden legen. So, du kriegst die Napalm-Munition hier rein und den einen Schuss legst du mal auf den Boden. So habe ich mir das gedacht. So werden wir das jetzt umsetzen. Und wo ich es gerade sehe, können wir eigentlich die Pistolenmuni auch gleich verteilen hier. Ach Quatsch, was sehe ich denn da? So, die geht rüber. Und Rebecca hat dann noch 2 Schuss bei sich. Ich glaube, die schiebe ich wieder zu Billy. Der hat halt mehr Platz gerade einfach. Das ist der einzige Grund. So, und dann gehen wir nochmal kurz in den Keller, um den noch ein bisschen auszubeuten. Wir haben jetzt sehr viel Zeug hier rumliegen. Also, für jeden Bedarf ist jetzt eigentlich was vorhanden hier irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Außer vielleicht, wenn jetzt irgendein Endgegner kommen sollte, dann könnte es wieder sehr, sehr eng werden mit der Munition. Muss ich mal so anmerken. Okay, wir hatten, ja gut, den Benzinkanister. Ich bräuchte neue Flaschen, das wäre gut. Benzin haben wir genug, aber Flaschen wären schön. Moment, habe ich da nicht gerade welche hinten gesehen? Sammeln wir mal ein hier. Die Frage ist, kann ich die auch nehmen? Das da? Sie können den Schrank... Ja, der Schrank ist mir egal. Ich will die Flaschen davor. Hier die Flaschen. Nein, geht nicht. Sehr schade. Es müssen bestimmte Flaschen sein. Eine bestimmte Marke oder... Darf kein Pfand mehr drauf sein, oder was ist das Problem? Ich meine, ist halt ein bisschen größer, aber da ist halt ein bisschen größeren Molotov-Cocktail. Wir haben ja auch gut was an Benzin. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt nur so einen Finkennapf hätten. Naja, was soll's. Wir sammeln das eine blaue Kraut hier mal mit ein. Jetzt haben wir ja gerade mal den Platz und ich habe nicht vor, hier hinten nochmal unbedingt zurückzukehren. Hier gibt's ja ansonsten auch nichts weiter. Ja, okay, dann werden wir das mit Billy machen. Billy, 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 sack es schnell ein. So, und jetzt auf nach oben. Lassen wir den Folterkeller hinter uns. Der war aber auch schon so ein bisschen klischeehaft, oder? Also schön versteckt in so einem ranzigen Kellerloch, hinter einem Bild versteckt. Und dann hast du wirklich alles, was das Mittelalter hergibt. So, wir schauen nochmal kurz. Achso, das Kontrollgerät hat ja nicht mehr funktioniert. Stimmt ja. Alles, was der sadistische Einfallsreichtum hergegeben hat, war dann dort auch zu finden. Ganz traumhaft. So, viel Zeit habe ich nicht mehr, stelle ich gerade fest. Ich müsste dann demnächst mal die Aufnahme beenden. Ich glaube, das mache ich an der Stelle mal. Ah, das ist eigentlich bescheuert. Da hätte ich auch die Aufnahme schon vorher beenden können. Ich meine, das Zeug sammeln hätte ich auch alleine machen können. Ja, was soll's. Okay, wir werden dann beim nächsten Mal uns ein bisschen mehr umschauen. Im Keller noch, im dritten Kellergeschoss. Wir können dann nochmal kurz auf die Karte schauen. Und dann werden wir mal schauen, was dort noch so zu machen ist. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und... Wo sind sie? Da sind sie. Unsere zwei Freunde sagen, bis bald.